Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei mir zu Gast ist heute der Asylkoordinator vom Kanton Schaffhausen, der Thomas Elber. Im letzten Jahr haben in der Schweiz rund 20'000 Flüchtlinge ein Asylgesuch gestellt. Das ist eine erhebliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr um rund 40%. Auch Schaffhausen war im letzten Jahr gefordert und auch 2012 bleibt die Asylpolitik eine grosse Herausforderung. Thomas Elber, herzlich willkommen bei uns im Studio. Als Asylkoordinator vom Kanton Schaffhausen, wie haben Sie das letzte Jahr erlebt? Sehr streng und sehr herausfordernd, weil es einerseits viele Leute gekommen sind, viel Zuweisung gegeben hat, aber auch die ganze Stimmung im Land ein bisschen aufgeheizt worden ist. Durch die Medien, durch das politische Arbeiten, halt, das ist halt auch immer Wahlkampfthema. Mhm. Und dann auch durch die Realität, dass man ganz schwierige Personen bekommen haben vom Bund. Mhm. Was sind denn das für Beispiele, die Sie erlebt haben, die eben gerade schwierig waren? Ich denke, Sie mögen sich zurückerinnern, vor noch nicht ganz einem Jahr ist der arabische Frühling passiert, all die Aufbruchsstimmung in diesen Ländern und viele tausend junge Tunesier sind aus Tunesien weg auf Italien oder sind vorher schon zu Italien gewesen und haben die Gelegenheit wahrgenommen und sind weitergereist. Und bei denen war ganz klar, die haben das auch sogar gesagt, offen, ja, wir suchen da eigentlich, wir sind eigentlich keine Asylsuchen, wir suchen Arbeit. Mhm. Es sind junge Leute ohne Perspektive, die von Europa gekommen sind, wollen arbeiten. Und das gibt einen ziemlich extremen Druck. Mhm. Vor allem natürlich auch, wenn Sie das nicht antreffen, was Sie sich vorstellen, oder? Genau so ist es. Sie haben dann sehr schnell gemerkt, dass Sie gar keine Perspektive haben da, dass Sie wieder gehen müssen. Und dann ist der Frust riesengroß, dann kommt Alkohol ins Spiel und dann hat man Probleme in der Friedeck. Mhm. Was waren so die Momente, wo Sie als Asylkoordinator besonders schwierig gefunden haben, gerade in so einer Situation? Ja, das sind schon die Momente, also ich bin ja ein bisschen weiter weg, aber für das Team in der Friedeck war es eine äußerst schwierige Zeit gewesen, wenn sie konfrontiert sind mit jungen Leuten, die mit einer extrem fordernden Haltung daherkommen, dann ist das schon schwierig. Und die Friedeck muss ja die verschiedensten Leute dort beherbergen, also wir haben Familie dort mit Kind, wir haben wirklich Flüchtlinge, traumatisierte Personen, wir haben ältere Leute. Und das Ganze können zusammenzuheben bei 90 Leuten im Haus, das ist schon eine grosse Herausforderung. Welche Nationalitäten machen denn jetzt den grössten Anteil der Schaffhausen? Es ist immer noch das letzte Jahr, sind Eritreer eine ganz grosse Gruppe gewesen. Die können ja in der Schweiz bleiben, jetzt noch. Die kommen in der Regel eine Aufenthaltsbewilligung über. Das war eine grosse Gruppe gewesen. Und dann eben Tunesier, Algerier haben eine grosse Gruppe gehabt. Aber sonst allgemein muss man sagen, die Friedeck leben im Moment etwa 30 verschiedene Nationen zusammen unter einem Dach. Also das ist eigentlich dann auch die Herausforderung. Was machen Sie als Asylkoordinator denn ganz genau? Ja, meine Aufgabe ist eigentlich, das ganze Asylwesen im Kanton zu koordinieren. Also nicht nur die Friedeck, ich muss Zuweisungen überwachen. Nachher muss ich schauen, dass die Leute aus der Friedeck verteilt werden, nach einer bestimmten Zeit, wo sie dort sind, in Gemeinden verteilt werden oder in unsere Zweitphasenunterkünfte in der Stadt Schaffhausen. Das ist der eine Teil. Dann bin ich auch zuständig für die Integration. Wir haben eine Sozialberatungsstelle für alle Leute, die in der Schweiz bleiben können. Dort wird von mir geschaut, dass Deutschunterricht machen, die ganze Geschichte. Und dann haben wir ein Beschäftigungsprogramm in Schaffhausen. Wir wollen nicht, dass die Leute rumhängen, sondern dass sie etwas zu tun haben. Also eigentlich der ganze Bereich, alles, was mit Asyl und Flüchtlingen zu tun hat. Mhm. Eben im 2011 war es so, dass rund 235 Personen Schaffhausen zugewiesen worden sind. Das heisst, pro Woche etwa 4,5 Asylgesuche, die ihr zu bearbeiten hattet. Das ist ein extremer Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Oder wie habt ihr das auch von Tag zu Tag erlebt? Ja, es ist natürlich. Es hat im Frühling angefangen. Also im Mai hat man dann hat's beobachtet. Im Mai, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sind dann die ersten Tunesier gekommen und auch Libyer sind gekommen. Und dann ist das halt so eine langsame Zunahme gewesen, wo wir schon immer ein bisschen Bedenken hatten und müssen schauen, haben wir noch genug Plätze, ist immer eine gewisse Anspannung. Auf der anderen Seite kennt man das im Asylwesen. Und das ist seit Jahren immer ein Auf und Ab. Es hat Jahre, wo mehr kommen und dann nimmt es wieder ab. Also wir haben viele Leute, die bei uns arbeiten, in der Friedeck vor allem, die sehr erfahren sind, die es seit Jahren kennen und sich nicht so schnell verunsichern lassen. Wie hat es denn jetzt Ende Jahr ausgesehen mit den Plätzen konkret? Also eben, wenn man die Zunahme gehabt hat, ist man jetzt überall voll oder wie sieht es aus? Nein, wir schauen schon immer, dass wir noch Reserveplätze haben. Also wir wollen das eigentlich vermeiden, dass wir irgendwann einmal wirklich voll sind. Und wir haben natürlich auch unsere Notfallszenarien. Also auch in der Friedeck, wenn dort, sagen wir, das letzte offizielle Bett besetzt wäre,
dann würden wir Aufenthaltsräume umfunktionieren in Schlafsäle. Also da haben wir immer noch gewisse Möglichkeiten. Mhm. Und auch in unseren Zweitphasenzentren schauen wir immer, dass wir sie nicht voll ausgelastet haben, damit wir immer noch Reserveplätze haben. Also eben Ende Jahr war das noch nicht der Fall, dass ihr eure letzten Reserven brauchen musstet? Nein, das haben wir, das ist noch nicht so. Nein. Jetzt, wie wird das genau aufgeteilt? Also vom Bund kommt man eben, Schaffhausen ist etwa, kommt 1% über, dann wird das aufgeteilt, etwa zur Hälfte muss der Kanton unterbringen, zur Hälfte aber auch Gemeinden. Zum einen gibt es eben das Friedeck, es gibt noch andere Zentren im Kanton Schaffhausen, aber es sind auch Gemeinden, die konkret gefordert waren in diesem Jahr, oder? Richtig. Also ich muss so sagen, unter dem Strich haben wir in den Gemeinden gar nicht mehr Plätze müssen schaffen. Also wir haben es immer noch geschafft mit der Friedeck, mit unseren Kollektivzentren. Wir haben einfach Leute, die Abgänge aus den Gemeinden natürlich wieder ersetzt, die Plätze wieder besetzt. Und so haben wir es eigentlich geschafft, dass unter dem Strich Gemeinden gar nicht viel mehr haben müssen aufnehmen müssen. Also der Druck ist eigentlich bei uns und vor allem in der Friedeck ist der Druck einfach riesengroß. Wieder muss man auch wissen, wir versuchen eigentlich nur Leute in die Gemeinden zu schicken, die aufgrund unserer Erfahrungen gewisse Perspektiven haben, vielleicht mittel- oder sogar langfristig können da zu bleiben. Und wir wollen keine Leute in die Gemeinde schicken, wo man von vornherein weiss, oder von unseren Erfahrungen her weiss, wie zum Beispiel Tunesier, hat man gewusst, die kommen alle aus Italien, die werden wieder zurück müssen. Die versuchen wir gar nicht in die Gemeinde zu tun. Wieso nicht? Ja, weil ich denke, die Fälle, das sind die schwierigen Fälle, das sind die Fälle, die keine Perspektive haben, frustriert sind, wo man sehr schlecht mit ihnen arbeiten kann. Und ich denke, die sollten durch Profis betreut werden, in der Friedeck zum Beispiel. Und man muss einfach wissen, in vielen Gemeinden macht das jemand nebenamtlich. Also der Betreibungsbeamte tut noch Asylsuchende betreuen. Und hat natürlich nicht die Zeit und auch nicht das Wissen vielleicht, um dann umzugehen mit den Leuten. Wie ist es allgemein in der Gemeinde, eben, wenn Sie jetzt kommen und sagen, ich habe jetzt wieder eine Familie zum Beispiel, wo muss integriert werden, auch schlussendlich im Dorf? Mhm. Ist das eine einfache Aufgabe oder haben Sie da wirklich Schwierigkeiten? Also ich muss sagen, wir haben uns in den letzten Jahren ein gutes Verhältnis mit fast allen Gemeinden aufgebaut. Eben, weil wir halt sorgfältig sind und uns überlegt haben, wen schicken wir in eine Gemeinde. Und von dort her läuft es eigentlich sehr gut. Es gibt einfach Gemeinden, die haben Wohnraum und andere Gemeinden, die finden einfach schlicht und ergreifend keinen Wohnraum. Oder? Mhm. Und dort nehmen wir auch gewisse Rücksicht, soweit es geht. Oder? Mhm. Kennen Sie die Asylsuchenden alle persönlich oder wie läuft denn das ab? Also ich kenne wirklich fast alle im Kanton Schaffhausen. Ja. Ich bin auch sehr viel in der Friedeck, das ist für mich auch wichtig, dass ich die Leute kenne. Und dass ich aber auch die Gemeinde kenne, dass ich weiss, wer arbeitet dort, dass ich weiss, was ist das für eine Wohnung, für eine Unterkunft, die sie anbieten. Dann kann ich eher gezielt platzieren. Ich weiss, ja, das ist zumutbar, die kann ich dort hin tun, das ist gut für eine Familie. Oder jetzt das Beispiel Osterfingen, wo wir eine grössere Wohnung bekommen haben. Und Osterfingen ist relativ abgelegen. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, mit den Eritreern, das könnte eine gute Sache geben. Weil die können in der Schweiz bleiben. Das ist nicht ein ständiger Wechsel, dann, das muss man auch sehen. Auch wenn man Leute in die Gemeinde schickt, kommt ein Negativentscheid, dann muss man es wieder ersetzen. Und so, wenn man gezielt arbeitet, geht das eigentlich recht gut. In der Schweiz, Sie haben es am Anfang schon gesagt, es war natürlich auch ein riesiges Medienthema, die Asylpolitik. Kriminalität ist da aber auch ein Thema. Wie sieht es da aus bei den Asylsuchenden im Kanton Schaffhausen? Wie gross ist das Thema? Ja, es ist ein grosses Thema. Also ein Thema vor allem bei uns und in der Friedeck. Ich würde sagen, in den Gemeinden ist es weniger ein Thema, in der Stadt Schaffhausen ist es auch weniger ein Thema. Das tut auch die Polizei bestätigen. Aber in der Friedeck haben wir schon das Problem. Aus den erwähnten Gründen. Wir haben Ladendiebstahl, wir haben Velo, die gestohlen werden in den Gemeinden. Und wir haben die zwei Vorfälle, die bekannt sind, die passiert sind das letzte Jahr im Umfeld von der Friedeck. Sexuelle Übergriffe, genau, die passiert sind. Genau. Und das sind natürlich schon Sachen, die dann uns extrem belasten. Oder? Was machen wir dagegen? Ja, es ist noch schwierig, weil die meisten Vorfälle passieren ja nicht in Friedeck selber, im Zentrum, sondern außerhalb. Und wir können die Leute außerhalb, wenn sie auf Schaffhausen gehen, auf Steiermark, auf Ramsen, können wir die nicht kontrollieren. Oder? Aber wir haben uns nach diesen Vorfällen natürlich auch überlegt, was können wir anders machen, können wir das Sicherheitskonzept anpassen. Da sind wir mit der Gemeinde zusammengesessen, wo gewisse Verunsicherung herum war. Und jetzt haben wir seit rund anderthalb Monaten Securitas
eingesetzt, die zu Nacht einfach vor allem außerhalb des Gebäudes, außerhalb der Friedeck Kontrollen macht. Mhm. Werden da auch die Vorschriften stärker, zum Beispiel eben gerade im Friedeck selber, also dass die Regeln enger sind, gerade für die Asylsuchenden? Natürlich, wir tun immer wieder anpassen oder die Schrauben ein bisschen anziehen, aber man muss einfach mit dem sehr sorgfältig umgehen, weil Friedeck ist wirklich abgelegen, muss sich vorstellen, die Leute kommen, die werden vom Bund zugewiesen und dann kommen sie zuerst auf Schaffhausen ins Migrationsamt, wir holen sie dort ab und dann fahren wir sie eigentlich an hintersten Ecken vom Kanton in die Abgeschiedenheit und das ist für viele junge Leute natürlich ein Schock. Mhm. Und von dort aussen, wir haben ja ein System, dass nur jemand Sackgeld bekommt, wenn er mithilft im Haus, das ist relativ wenig. Und dann sind sie halt dort in diesem Haus. Und die Leute, die mitmachen, die in das Beschäftigungsprogramm gehen, für die ist die Zeit gut, sagen wir mal, abzusitzen. Und für die anderen, die das nicht machen, ist es ein ziemlicher Stress. Und darum muss man ein bisschen aufpassen mit den Regeln. Wenn man es zu eng anfängt zu machen, dann kann es auch explodieren. Jetzt noch zum Schluss der Ausblick natürlich. 2012, wir sind schon mit drinnen quasi. Was erwartet Sie von diesem Jahr? Wird das weiter ansteigen? Sieht die Entwicklung gleich aus? Ja, das ist ganz schwierig zu sagen im Asylbereich. Das ist immer eine Schwierigkeit. Ich gehe jetzt davon aus, dass es so wird weitergehen wie Ende Jahr. Wir haben ja nichts anderes gehört vom Bund. Man hört ja vom Bund, dass er am Anschlag ist. Die Empfangsstellen sind voll. Und ich erwarte damit, dass wir in den nächsten Wochen immer noch pro Woche etwa 6 Personen bekommen. Und mit dem könnte man noch schlagen oder müssen wir sich da neue Lösungen überlegen? Da können wir sicher noch schlagen, sagen wir mal, die nächsten 1, 2, 3 Monate. Und je nachdem, wie dann die Abgänge sind, oder, man muss dann auch schauen, viele Leute im Dublin-Verfahren, die werden dann wieder nach Italien zurückgeschickt, dann werden wieder Plätze frei, dann können wir es wieder ersetzen. Das ist immer halt so, das müssen Sie immer sehr genau beobachten und 2, 3 Monate können vorausschauen. In verschiedenen Kantonen wird ja diskutiert, Zivilschutzanlagen etc. Ist das auch ein Thema im Kanton Schaffhausen? Das ist natürlich auch ein Thema. Und wir haben alle Möglichkeiten abgeklärt für einen Notfall. Und wir könnten die Zivilschutzanlagen geben. Wir möchten das vermeiden, wenn es immer möglich ist. Weil das ist eine ganz schwierige Geschichte. Das zeigen auch Beispiele aus anderen Kantonen. Ich danke Ihnen vielmals, Thomas Elber, für das interessante Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend. Ade miteinander.